Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Combat Mission Black Sea in der Mission Poking the Bear. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker und solltet ihr die Anfangsfolgen verpasst haben, findet ihr dort oben den Link zur gesamten Playlist. Ansonsten bei ungefähr Minute 5 gibt es ja noch die Playlist zur gesamten Kampagne Tassos 369er und wir machen heute weiter und hoffen, die ersten durchgebrochenen Elemente noch stoppen zu können. Und vielleicht auch noch den ein oder anderen Panzer, der sich gerade auf dem Weg befindet, ohne dabei selber zu sehr auf die Mütze zu kriegen. Und damit würde ich sagen, wechseln wir rüber ins Spiel. Ihr guckt euch erst einmal kurz die Zusammenfassung an und dann treffen wir uns beim Plan für die nächste Runde. Los geht's! Wunderbar, da sind wir auch schon. Und wir werden uns heute diesen JTAC hier greifen. Wir werden einfach mal gucken, ob wir da nicht eventuell einen schönen großen Bereich festlegen können, wo vor allem auch der Ort drin ist. Sagen Heavy, immediate 5 Minuten ist ganz schön lang. Gucken wir uns das nochmal an. Der würde 6 Minuten einzeln brauchen. Die brauchen 5. Also schneller wird es wohl nicht gehen. Das heißt, wir machen das. Der möchte jetzt auf jeden Fall verhindern, dass die durchkommen. Oder dass so viel wie möglich von denen vernichtet wird. Confirm. Gut, Spotter. Hier sehen wir, der hat nur noch eine Hellfire, der hat also gut rausgeknüppelt. Gucken, was er damit noch erwischt. Was mich interessieren würde, ist, okay, wir könnten hier eine Strike-Mission durchführen und das würde auch gar nicht so lange dauern. Wir damit den LKW hier noch erwischen könnten und vielleicht auch die Straße ein wenig unbefahrbar machen. Natürlich präzise Angriffe durchführen könnten, wäre das an sich schöner, aber wir haben hier aktuell sichtbar für ihn nur schwer gepanzerte Ziele. Wo ich befürchte, dass er auch maximal die Ketten ziehen, würde natürlich reichen, wenn wir verhindern, dass die Ziele aus der Map ausfahren. Können das ja versuchen. Artilleriemunition haben wir. Der ist quasi leer. Bei denen haben wir auch noch genug. Also 120 mm Munition haben wir noch ein bisschen was. Da ist er.
Das heißt, wir könnten versuchen, hier diese Straße noch zu belegen, einfach in der Hoffnung, dass sie unbefahrbar wird. Heavy, Medium. Los geht's. Vielleicht halten wir da mit den Gegnern noch so ein bisschen aufbremsen ihn aus. Und die Feueraufträge gehen ja zum Glück recht zügig. Wenn wir den noch wegkriegen würden, wäre das super. Ansonsten würde ich sagen, haben wir uns eigentlich schon in eine ziemlich gute Position gebracht. Befürchte, den Exit kriegen wir halt nicht im Blick. Ein bisschen, die bewegen sich hier vermutlich auch ein Stück weit, weil sie der ist aiming, okay, dann lassen wir mal für ein bisschen Glück. Aber vermutlich nicht, weil der hier schon hinter dem verschwindet. Ist jetzt ein bisschen risky. Aber wäre ganz cool, wenn wir damit noch was schaffen könnten. Die holen sich hier noch eine Javelin. Die können hier ein Verwundeten versorgen. Derzeit schließen die MGs auf. Den fahren wir mal aus dem Weg. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Runde uns bringt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu übereifrig gehandelt. Wir werden es gleich sehen.
Engaging target north of your position. Stand by. This is Zulu 2. Target's identified. Vector's inbound. Port is target. End of mission. Target suppressed out. Yeah, I got the coordinates. Confirming fire mission. 335, go ahead. Ja, alles in allem interessant. Nicht so erfolgreich, wie es hätte sein können. Nicht ganz so schlimm. Also ich befürchte beinahe, dass dieser Panzer hier unseren Bradley gesehen hat. Der Bradley hat hoffentlich auf den hier die TOW abgefeuert. Mit ein bisschen Glück schlägt die Lage gleich ein und nimmt den nächsten raus. Ein paar Panzer haben wir damit auch ausgeschaltet hier. Die Artillerie war halt nicht mehr schnell genug. Das war zu erwarten, aber mit ein wenig Glück können wir hier noch den anderen wegknabbern. Und es legt sich auch langsam hier wieder die Rauchwolke, sodass hoffentlich die beiden Fahrzeuge hier auch noch ein wenig Wirkung zeigen können. Alles in allem hoffe ich, dass ihr jetzt hier dann doch die ausweichenden oder die durchbrechenden Kräfte vom Gegner noch stark vermindern. Wie gut das am Ende klappt, werden wir sehen. Ja, also sollten hier noch weitere Kräfte rankommen, denke ich, haben wir da mit unseren Ballerbrüdern hier oben gute Chancen, da weiter Kräfte wegzunehmen. Die beiden hier sehen leider das Fahrzeug immer noch nicht. Wir werden ihn mal ganz vorsichtig vorbringen. An diesen kleinen Busch ist halt super gefährlich jetzt, ne? Also aber wir werden das ein bisschen anders machen, weil ich möchte jetzt ungerne noch verlieren.
Das heißt, wir werden die in der kriechenden Position vorbringen, weil Panzer hat natürlich Sichtgeräte und auf dem Wärmebildgerät trotz Belaubung ist das dann halt am Ende wie Leuchtspurgeschosse. Ihn werden wir jetzt tatsächlich noch ein Stück vorwagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. In der Hoffnung, hier ausweichende Gegner zu erwischen. Und vor dem Panzer sollte er hier ja eigentlich noch gedeckt sein, und da auf der Hügelkante ist wohl auch nichts Großes mehr. Aber da werden wir trotzdem mal den Humvee hier mit herbringen. Der mit seinem Mark 19 dann dort gegebenenfalls Feind rausnimmt. So, der Plan. Die haben ihren Leader versorgt. Das ist gut. Hier wird ausgewichen. Das ist auch gut. Und hier gehen wir mal an die Ecke dran. Gegebenenfalls auch noch ausweichende Kräfte mit auffangen. Und die haben sich eine Javelin geschnappt. Die sollte im Fahrzeug jetzt auch nicht mehr verfügbar sein. Jawohl. Ein bisschen Glück. Ja, von hier aus noch Kräfte aufnehmen. Ich denke mal, 4 Minuten. Die ist leer, ne? Die ist in Observing übergegangen. Die hat ihre letzte Munition verschossen. Die haben ein ganz gutes Bild geschaffen. Ja, ein wenig was kommt durch, aber wenn wir genug hier auf der Karte noch vernichten in den nächsten 2-3 Zügen, dann sind wir hier guter Dinge. Heute werde ich ein bisschen pünktlicher Feierabend machen, deswegen wir machen jetzt noch den Zug, gucken da mal, was dabei noch so rauskommt. Und dann schauen wir mal. Würde ich sagen, los geht's.
fire for effect. Over. Nun gut, wir sehen, der Gegner hat doch noch die ein oder andere Sache, womit er uns Probleme machen kann. Wir sehen hier, drückt jetzt ein feindlicher Kampfpanzer. Der andere bewegt sich erstmal noch nicht. Hier oben haben wir Glück gehabt. Also ein Fahrzeug noch getroffen und vernichtet. Es werden aber hier mehrere aus dem Bereich ausfahren. Aber gut, wir hätten auch gar nicht Munition, um alle zu vernichten. Aber hier scheint auch der Gegner in einer Ausweichposition zu sein. Okay, das ist eine Granate. Also die nehmen die hier gut unter Feuer. Da knacken wir vielleicht noch ein bisschen was weg. Die Rauchsäule hat sich verzogen. Mal gucken, ob wir hier noch Glück haben, dass wir da noch den einen oder anderen Treffer setzen. Aber so alles in allem bin ich zufrieden, wenn wir den Panzer jetzt hier im Angriff vernichten. Vielleicht versuchen wir hier auch nochmal mit Artillerie drauf zu hauen, um den gegebenenfalls auszuschalten. Ist natürlich dann ein Glückstreffer, aber wir können natürlich auch direkt versuchen, den mit Precision Ammunition, da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, oder den zumindest fahrunfähig machen. Den können wir noch treffen. Also wir haben an sich ein relativ gutes Lagebild. Und können jetzt versuchen, die leichter gepanzerten Ziele mit unserer Artillerie zu zerstören. Während wir hoffentlich hier uns jetzt kein zu großes Problem, würde hier der Halbzug drücken, könnte das hier ein enormes Problem werden. Ich denke doch eigentlich, dass die den hier sehen könnten und dann ausschalten. Ansonsten sehen wir, haben die Sicht. Und haben ja immerhin eine AT4 dabei. Aber das könnte tatsächlich noch zu einem Problem werden. Hier haben wir ja auch noch eine. Wäre also die Möglichkeit, die hier auch rüber zu verlegen. Und noch eine zusätzliche Waffe zu haben, wenn der da oben sich überlegt zu drücken. Das müssen wir uns beim nächsten Mal Gedanken machen. Spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das Ganze noch für uns so positiv entwickelt. Ich hätte dann doch eher gedacht, dass wir hier keinen großen Schaden verursachen, aber alles in allem schießen wir doch jetzt hier noch das ein oder andere Ziel gut weg. Ja, hier hat unsere F-16er auf dem BTR gefeuert. Das hätten wir uns schenken können. Der war bereits vernichtet. Aber das sieht aus der Luft manchmal alles ein bisschen anders aus. Jetzt ist er tot. Wäre natürlich schöner, wenn er seinen Schuss hierfür genommen hätte. Aber es ist, wie es ist. Und damit würde ich sagen, eine interessante, spannende Runde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut bei Combat Mission Blacksea. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und sage wie immer, bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was, ciao, ciao.